Ich will das auch können. Remus' Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Machte ich. Was willst du auch können? Ich folgte seinem Blick, der auf James und Sirius lag, die gerade den ganzen Tisch unterhielten, hier ein paar Witze machten, dort ein paar Worte einwarfen, kurz, voll in ihrem Element waren. Ich weiß nicht, das, was die beiden so gut können. So locker sein, so integriert sein, so gut, ja, selbstverständlich mit anderen Menschen umgehen. Ich lachte. Wer will das nicht? Wieso können sie das und wir nicht? Ich hörte leichte Frustration aus seiner Stimme heraus. Das war eine gute Frage. Ist wohl eine Frage des Selbstbewusstseins. Ich denke, bei James liegt es daran, dass er immer von allen Seiten mit Liebe überhäuft wurde. Er hat so viele Tanten, Onkels, Omas und Opas, deren kleiner Sonnenschein er immer war, dass ihm diese ganze Liebe quasi aus allen Poren trieft. Logisch, dass ihn alle umschwärmen, überlegte ich. Remus lachte. Ja, das könnte man so sagen. Aber wieso kann Sirius das dann? Ich kaute nachdenklich auf meiner Unterlippe herum. Also bei Sirius ist der Fall etwas anders gelagert. Es ist gewissermaßen genau umgekehrt. Er hat wohl kaum Liebe bei seiner Familie erfahren. Was genau da eigentlich los ist, keine Ahnung, spricht ja nicht darüber. Ich vermute, dass er die, von denen er Zuneigung erfährt, umso heftiger liebt. Allen, voran natürlich James, Peter und du. Aber auch alle diese Leute hier. Unsere Freunde. Remus nickte langsam und fragte dann, und was läuft bei mir falsch? Ich lächelte. Nicht falsch, nur anders. Du kannst auf deine Art wundervoll mit Menschen umgehen. Du kannst es nur nicht glauben. Ich denke, du hast Schwierigkeiten damit, dich so zu akzeptieren, wie du denkst, dass du bist, und verstehst nicht, wieso wir dich so akzeptieren und mögen, wie du bist. Remus runzelte die Stirn. Also habe ich deiner Meinung nach ein falsches Bild von mir? Ich nickte. Genau, wenn du dich sehen würdest, wie wir dich sehen, würdest du dich auch mögen. Du könntest gar nicht anders. Jetzt verzog Remus das Gesicht. Aber was ist, wenn ihr das falsche Bild habt und nicht ich? Verwirrt schüttelte ich den Kopf. Wieso? Du bist, wie du bist. Du schaffst zum Beispiel diesen faszinierenden Spagat zwischen Strebertum und Rumtreiber-Dasein. Auf der einen Seite bist du klug, belesen, hilfsbereit, hast immer ein offenes Ohr, bist regelrecht brav, quasi der geborene Vertrauensschüler. Aber trotzdem bist du lustig, draufgängerisch, nimmst es mit den Regeln nicht zu genau und bist für jeden Spaß zu haben. Eben ein waschechter Rumtreiber. Und ein Schokoladensuchtel bist du auch. Jetzt grinste ich. Remus kniff nochmal kurz die Augenbrauen zusammen, lachte dann aber und stieß mich in die Seite. Hey, lass meine Schokoladensucht aus dem Spiel. Ich lachte. Nö, du musst wissen, wir lieben dich für deine Schokoladensucht. Man kann sich immer darauf verlassen, dass du Schokolade dabei hast. Man hat immer eine Geschenkidee für Weihnachten. Und wenn du einmal aufgebracht bist, wirkt Schokolade besser als jeder Beruhigungstrank von Madame Pomfrey. Das ist echt super praktisch. Remus knuffte mich nochmal. Hey, mach dich nicht über mich lustig. Ich lächelte ihn beschwichtigend an. Und plötzlich wurde auch er wieder ernst. Und warum kannst du es nicht? Keine Ahnung. Zu wenig Onkels und Tanten? Suchte ich nach einer Erklärung. Remus schüttelte entschieden den Kopf. Daran wird es wohl kaum liegen. Ich zuckte die Achseln. Naja, eigentlich sind wir ja nur normal. Die einen haben es eben und die anderen nicht. Und ich habe einfach wenig Übung, denke ich. Ich war schon immer eher ein Einzelgänger. Remus blickte mich durchdringend an.
War es denn eine selbstgewählte Einsamkeit? Ich zuckte wieder mit den Schultern. Ist ja nicht so, als wäre ich einsam gewesen. Ich fand nur die anderen genauso doof wie sie mich. Ich denke, das beruht einfach auf Gegenseitigkeit. Jetzt stahl sich ein Lächeln auf Remus Gesicht. Ich hoffe, unsere Freundschaft beruht ebenfalls auf Gegenseitigkeit. Du weißt, dass wir dich alle gern haben. James, Peter, ich und natürlich Sirius. Verwirrt hob ich die Brauen. Warum natürlich Sirius? Remus grinste verschmitzt. Du weißt, dass du zu denen gehörst, die er besonders heftig liebt, oder? Meine Augenbrauen wanderten noch ein Stück weiter nach oben. Ich weiß, dass wir ganz gut befreundet sind. So, befreundet. Jetzt grinste Remus richtig rumtreibermäßig. Ich kniff kopfschüttelnd die Augen zusammen. Was genau willst du mir eigentlich gerade sagen? Naja, also er und du, also, begann Remus, als ich ihn unterbrach. Ist das dein Ernst? Du glaubst, zwischen mir und Sirius wäre... Als Remus nickte, schüttelte ich entschieden den Kopf. Bestimmt nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, dass Sirius weiß, dass ich ein Mädchen bin. Remus lachte. Du machst es ihm ja auch nicht ganz leicht, das zu erkennen. Ich stieß ihn in die Seite. Wenn du damit auf meine Klamotten anspielst, mir gefallen die Sachen eben einfach besser. Und bequemer und gemütlicher sind sie obendrein. Als Remus antwortete, grinste er immer noch. Ja, nur eben nicht besonders weiblich. Aber keine Sorge, Sirius ist glasklar, dass du ein Mädchen bist. Außerdem wollte ich eigentlich wissen, wie du über ihn denkst, nicht wie er über dich angeblich nicht denkt. Ich schluckte, wie waren wir denn plötzlich von »Ich will auch so sein« zu »Wie denkst du über Sirius« gekommen? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich will, dass er in mir ein Mädchen sieht, legt die Schlussfolgerung nahe, dass ich mir wünsche, ich wäre für ihn nicht ein Mädchen, sondern das Mädchen, oder? Meinte ich. Remus lächelte verschmitzt. Eine sehr interessante Art, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, wie ich finde. Aber ich denke, du hast völlig recht mit deiner Schlussfolgerung. Und wenn du jetzt noch ein bisschen schlussfolgerst, dann kommst du bestimmt auf den gleichen Gedanken wie ich, oder? Ich guckte verwirrt. Welchen Gedanken? Dass du ja sagst, wenn er dich demnächst zu einem Date einlädt, meinte Remus. Ich grinste. Wie kommst du auf den Gedanken, ich hätte Nein sagen können, wenn er mich rein hypothetisch in naher Zukunft gefragt hätte? Naja, du lässt dir schlecht in die Karten gucken. Und Sirius ist in Bezug auf dich echt, und ich wage es kaum auszusprechen, schüchtern und ver... Hör auf zu lachen, glaub mir, es stimmt, beschwerte sich Remus. Ich versuchte, meine Erheiterung zu unterdrücken. Man stelle sich Sirius und schüchtern vor und antwortete, ja, tut mir leid, ist ja schon gut. Was wolltest du sagen? Verletzlich, das ist er auch. Ich wollte einfach sicher gehen, dass nicht irgendwann ein Missverständnis zwischen euch steht. Spontan umarmte ich Remus. Das ist echt lieb von dir. In dem Moment kamen James und Sirius zu uns und quetschten sich neben uns. Wieso umarmst du Remus? Fragte James neugierig. Und ich lachte. Einfach, weil er so ein toller Freund ist. Sirius blickte mich mit schiefgelegtem Kopf an. Ich bin auch ein toller Freund. Krieg ich auch nur Umarmung? Ich grinste und schlang ihm nun die Arme um den Bauch. Über seine Schulter hinweg grinste ich Remus an. Schüchtern? Nee, ist klar.